Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shakes and Fidget. Hier warten wir jetzt nicht 9 Minuten, hier verkürzen wir das Ganze einfach mal und verkürzen es nochmal. Ja, das nehmen wir doch auch. Verkürzen wir auch wieder. Na, das gibt mehr davon. Okay, gut. Arena lassen wir jetzt erstmal außen vor. Haben wir hier irgendwelche interessanten Sachen? Nein. Nö, nö, nö. Warte, warte, was war das? Nee. Nee. Nee, 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 nee. So, dann hier. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Glück kann man auch immer gut gebrauchen. Ach, nur diese kleinen auch so. Das ist. Na gut. Dann gehen wir dem mal die ganzen hier wieder zu schlucken. So. Dann schieben wir das dort mal hin. Dann haben wir direkt das nächste. Das haben wir alles. Ach ja, wir müssen ja noch spenden. Wartet mal, wie weit sind wir da? Oh. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Fast die Hälfte. Das ist sehr schön. Und dann sind wir auch schon bei Aura 10. Das finde ich mal cool. So, das schmeißen wir aber natürlich jetzt hier alles zum Spenden. Hier haben wir ein bisschen was angesammelt, aber hier läuft die Zahl echt langsam. Ich weiß, dass da die Mehrfachsachen drauf haben, Intelligenz, Ausdauer und irgendwas noch oder so. Die geben das richtig gut, aber ja. Aber das sparen wir alles jetzt noch. Alles. So, dann gehen wir weiter. Leider musste ich das Schlechtere, also den Raptor, wählen, weil ich keine 25 an Pilze hatte. Das ist leider sehr, sehr schade, aber es ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir auch schon wieder hin. So, und dann hat der für heute auch erstmal Maximum erreicht. Licht, dann nehmen wir doch mal Schatten. Hat nicht funktioniert. So, dann haben wir noch ein Pet hinzubekommen, und zwar den Rufus. Jetzt haben wir noch Rambock und Urf, die wir hier noch aufdecken können. Das ist einmal Frühling und einmal Wintertage. Kriege ich, glaube ich, nicht hin. Kriege ich, glaube ich, nicht hin. Nein, kriege ich jetzt erstmal nicht hin. So, jetzt gucken wir erstmal hier, was kriegen wir hier. Ein Ring. Ein Ring, um sie zu knechten. So, gucken wir hier mal weiter. Haben wir hier irgendwas, was wir erhöhen können? Ja, haben wir. Das nochmal. Hier ist alles super. Also gehen wir nochmal zurück zur Arena. Gucken mal, wie wir jetzt im Kampf dastehen. Schlecht. War zu erwarten. Es wird, und momentan habe ich echt nur Pech. Wow! Das nenne ich doch schon mal mit den Tränken sehr gut. So, wir haben hier nämlich jetzt alles voll, und um damit wir das wieder leer kriegen, starten wir jetzt die Festung auf Stufe 17 auszubauen, und das dauert 12 Tage. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich wieder aufnehme, ist es immer noch so. So, dann kann ich die endlich hier mal wieder leer machen. Dann gucken wir mal hier nach den Kämpfen. Ja. Lief gut. Das lohnt sich auch noch. Haben wir auch geschafft. Die lohnen sich auch. Ja. Jupp. Okay, mehr können wir nicht. Ohne dass wir unsere verpulvern, einfach sinnlos. So, dann haben wir jetzt hier schon wieder bei beiden 1,5 Millionen. Das ist doch super. Dann starten wir mal die Edelsteinmine. Die ist nämlich auf Stufe 11. Die gibt nämlich jetzt schon viel bessere als die, die ich jetzt noch in den ganzen Sockelsachen habe. Also macht das noch recht viel Sinn jetzt. Sollte zumindest. Da 121, hier schon 157, und das ist in der Vorstufe rausgekommen. Und der hier ist noch 150, auch 100, 150. Ja.
Die können wir auf jeden Fall noch austauschen. Also ich habe hier ein bisschen umgestellt. Wir haben jetzt deutlich mehr an Ausdauer. Ja, es steigt beides sehr gut und ich skill auch sehr gerne beides. Glück skill ich gar nicht. Stärke und Geschick nur, wenn ich mal, ja, ich glaube einmal die Woche oder so mache ich mal um 5 erhöhen oder so, aber mehr mache ich da auch nicht. Ansonsten wirklich alles nur auf das andere. So, dann habe ich noch überlegt gehabt, was wir dann, also sobald die Festung ja fertig ist, dann machen wir Steinbruch und die Holzfällerhütte natürlich wieder nachziehen, damit die hier auch alles wieder voll kriegen, weil das ja immer schon echt eine Menge ist. Und ich habe dann erstmal entschieden, dass die Schatzkammer brauche ich ja nicht mehr weiter ausbauen. Ich habe gemerkt, die drei Reihen hier, das sind ja immer 5er Reihen immer, das heißt 15 Item-Möglichkeiten habe ich. Ist alles völlig ausreichend, habe ich gemerkt. Also ich habe nur jetzt einmal ja mit den Tränken übertrieben. Sobald ich immer XL-Tränke gesehen habe, habe ich die einfach gekauft. Einfach gekauft und jetzt habe ich immer noch so viele. Das ist ja von damals noch, als ich das den ersten gekauft habe und dann ist es wieder voll. Da die auch ein bisschen halten, ist das auch ganz okay. So, wir haben jetzt natürlich leider nur ein Ausdauer plus 10%, aber es ist schon mal was, ne? Und daher werden wir den auch so gut es geht ausnutzen. Gucken wir mal kurz, welchen Rang bin ich denn? 3340. Ich war schon mal besser. Das Wochenende war also doch bei anderen noch ganz gut. Das sind 15%. Nee. Ha. Was mich stört, ist ein bisschen schwierig, das alles für hier zu bekommen, damit ich die hier echt kriege. Die sind total langsam. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Ich habe zumindest das Gefühl, das geht einfach nicht voran. Als wenn ich die ganze Zeit auf der Stelle stehe. Es ist einfach nur furchtbar. So. Ich glaube, das war's auch erstmal wieder. Mehr kann ich zurzeit leider nicht machen. Ich habe mir allerdings hier überlegt, hey, ich bin Junior LP von YouTube. Und dann... Hier kommt ein Lebensmotto rein. Ich werde mir noch überlegen, welches, aber hier kommt noch ein Lebensmotto rein. Das heißt, das nächste Mal seht ihr auf jeden Fall mal was Konstruktiveres als das hier. Also mir gefällt das nicht. Das ist so richtige Schleichwerbung. Also ich finde, das kann jetzt immer weg. Das ist... So. Und dann kommt als erstes Moin hin. Aber ein Lebensmotto, ich hab eins, was ich ganz gerne mag. Das werde ich noch raussuchen und dann da reinschreiben. Ja, das mache ich heute noch. Das ist eine gute Idee. Wow, 4,5 Stunden. Hui, da müssen wir aber auf so einen Edelstein jetzt ganz schön lange warten. Und jetzt habe ich Schluck auf. Yay, was für ein Montag. Einfach nur geil. So. Und bevor jetzt der Schluck auf noch schlimmer wird, sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.